Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute habe ich ein wirklich spannendes Thema für euch. Und das Thema ist so spannend, dass wir es auf mehrere Videos aufteilen werden. Heute der erste Teil. So, und um was geht's? Ihr kennt vielleicht Karen Supertrader. Ne? Das war so ein Hype, der vor 2-3 Jahren durchs Internet ging über das Tastytrade-Netzwerk. Und jetzt gibt es da so Gerüchte, das ist eine Betrügerin, das hat alles nicht so richtig funktioniert. Es gibt Untersuchungen der SEC. Und was dran ist, die ganze Geschichte. Also, die meisten von euch werden das Ganze kennen. Viele von euch sind ja genauso wie wir große Fans von Tastytrade. Und da gab es vor 2-3 Jahren, ich weiß gar nicht ganz genau, gab es einen riesen Hype. Nämlich, da gab es ein oder zwei Interviews sogar mit einer Frau. Karen hieß die. Und diese Videos waren übertitelt mit Karen Supertrader. Und ich packe euch auch mal die Links zu diesen Original Tastytrade Videos hier unten rein. Ich muss persönlich sagen, ich habe mir die damals gar nicht angeschaut. Warum? Weil die so lang waren. Ne? So ein Interview eine Stunde lang, das mache ich einfach nicht so gerne. Aber irgendwann habe ich sie mir doch mal angeschaut, weil so viele gesagt haben, das musst du unbedingt sehen, das musst du dir unbedingt anschauen. So, und in letzter Zeit gibt es aber so ganz viele Dinge, dass das eben alles Betrug gewesen sein soll, dass das doch nicht so funktioniert hat und so weiter. Und deswegen will ich euch mal in den nächsten Videos einfach die ganze Geschichte so ein bisschen erzählen mit allen offiziellen Links dazu. Also gibt es Untersuchungen, wenn ja, was hat die gemacht und so weiter und so fort. Also damit ihr euch selbst einfach mal ein Bild machen könnt und wir können auch aus dieser Sache wieder etwas lernen. Und das ist ja das Entscheidende, ne? Dass wir etwas daraus lernen. Eine Sache gleich noch vorweg. Viele, viele Dinge über diese ganze Story sind im Internet recherchierbar, sind auf offiziellen Seiten auffindbar, aber eines wissen wir alle nicht zu 100%, egal wer es erzählt, nämlich was Karen wirklich 100%ig genau getradet hat. Also wir kennen nicht genau ihre Positionen, sie hat viel darüber berichtet, es gibt auch ein paar Auflistungen darüber, aber dass wir sagen können, wir könnten jeden einzelnen Trade, den sie in den letzten 10 Jahren gemacht hat, nachvollziehen, das können wir natürlich nicht. Deswegen bleibt alles, was ich hier sage, natürlich hoffentlich möglichst nah an der Realität, aber mit absoluter Gewissheit können wir es natürlich nicht sagen. So, was ist nun eigentlich der Beginn dieser ganzen Geschichte? Also, das Ganze hat wohl angefangen im Jahr 2003, dass diese Frau, wir blenden euch hier mal ein Bild von ihr ein, Karen, eben angefangen hat, die hat ganz normal gearbeitet irgendwo und sie hat eben ihr Geld, ich glaube Merrill Lynch damals gegeben, $100.000, hat gesagt, macht was aus meinem Geld. So, und naja, wie es halt so ist, ne? Es kam eben nichts raus und irgendwann hat sie mal angefangen und hat sich selber mit dem Thema beschäftigt, ist dann wohl auch irgendwie zum Thema Optionen gekommen und hat dann gesagt, okay, jetzt beschäftige ich mich selber mit meinem Geld, ich nehme also mein Geld in die eigenen Hände. Und sie hat dann für sich eine Strategie entdeckt und das hat sie damals auch in diesem Tastytrade-Netzwerk sehr oder in diesen Videos von Tastytrade sehr schön erklärt, nämlich sie hat gesagt, dass sie ab sofort Strangles verkauft oder dass sie sich darauf spezialisiert hat, Strangles zu verkaufen und zwar auf die Aktienmärkte. Das heißt also auf den Spider, das ist dieser ETF, auf den S&P 500, auf den IWM, das ist dieser kleine ETF auf den Russell und so weiter. Ganz kurz nochmal, deswegen habe ich auch den Flipchart stehen für alle, was ist ein Strangle? Also relativ simpel, ihr habt hier einen Markt und sie hat ganz einfach gesagt, ich verkaufe Puts und zwar an einem Delta von 5 und sie hat gesagt, ich verkaufe Calls an einem Delta von 10. Ne? Warum? Sie hat einfach gesagt, okay, wenn es mal nach unten geht, dann geht es ja schneller nach unten als nach oben. Deswegen kann ich oben ein bisschen näher rangehen und durch den Skew, das heißt also Puts sind ja immer teurer als die Calls, hat sie natürlich gesagt, okay, ich kann unten auch ein bisschen weiter weggehen, um die gleichen Prämien zu bekommen. Nach dem, was sie damals gesagt hat, hat sie das mit einer Restlaufzeit von ungefähr 8 Wochen gemacht. Also das heißt, die Optionen hatten eine Restlaufzeit von 8 Wochen und sie hat diese ganzen Optionen entweder auslaufen lassen oder zwischen 21 und 28 Tagen Restlaufzeit zurückgekauft. So,
Noch was man zu dem Trade sagen kann, sie musste natürlich immer mal adjustieren. Das wird noch ein ganz wichtiger Punkt dann im zweiten Video sein. Und zwar hat sie adjustiert, zumindest war das damals Stand der Dinge, wenn sich hier das Delta dieser Optionen verändert, und zwar wenn es auf Delta 30 geht. Das heißt also, entweder der Preis geht hier nach oben und der Call wird Delta 30 oder der Preis geht eben nach unten und der Put wird Delta 30. Und, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, sie hatten nicht gleich viel Calls und Puts verkauft, sondern gleiche Prämieneinnahme. Ne? Sie hat also ein Verhältnis, hat es so gewählt, so war es zumindest gesagt, dass sie gesagt hat, okay, hier, ich will dieselben Prämien einnehmen mit den Calls wie mit den Puts. Und da ja die Puts in der Regel teurer sind, hat sie das also ein bisschen asymmetrisch verteilt. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, nämlich bei dieser Adjustierung, dass sie gesagt hat, okay, wir rollen ja beispielsweise, indem wir in eine längere Laufzeit schieben. Sie hat das allerdings nicht gemacht, sondern sie hat gesagt, okay, wenn eben hier dieser Put auf Delta 30 gekommen ist, dann schiebe ich den nach unten wieder auf ein Delta 5, und um die gleiche Prämie einzunehmen, was muss sie machen? Position hochfahren. Ne? Sie hat also dann ihre Positionen erhöht. Sie hat deutlich mehr Positionen dann verkauft, um eben wieder die gleiche Prämie einzunehmen. So, und das war also ihre zumindest so damals vorgestellte Adjustierungsmaßnahme. Nun klingt das ja alles erstmal relativ unspektakulär. Also Strangle, da kann sich jeder was darunter vorstellen. Hier mit diesem nach unten rollen, höhere Positionen machen. Wir hatten jetzt mal das Video über Martingale. Kann man auch so ein bisschen geteilter Meinung sein. Ne? Aber das ist erstmal noch nichts Spektakuläres. Warum wurde jetzt aber aus dieser Frau, aus dieser Karen Supertrader? Weil sie hat damals die Story erzählt, und das scheint auch verifiziert zu sein, nämlich, dass sie eben mit ihren $100,000, die sie bei Merrill hatte, die hat sie sich zurückgeholt, hat die genommen, um zu handeln, hat sich von ihrer Familie weiteres Geld geliehen, sodass sie dann $600,000 hatte, und hat jetzt aus diesen $600,000 innerhalb von 3 Jahren $40 Millionen gemacht. So, müssen wir mal überlegen. 600.000, 40 Millionen, das ist natürlich eine gigantische Summe. Wer es mal nachrechnen will, das sind 305% per annum. Ne? Also man denkt dann, es müssten tausende Prozent sein. Nein, Zinseszins ist eine tolle Sache. 305% trotzdem natürlich gigantisch. Ne? Also eine gigantische Performance, wenn du pro Jahr 300% hinbekommst. Und allein die schiere Summe, ne? Du machst 40 Millionen, ist Wahnsinn. Sie hat dann noch mehr Geld eingeworben, auch von institutionellen Anlegern. Sie hat dann einen Fonds aufgemacht oder auch von privaten, das ist nicht so genau bekannt. Und hat dann irgendwie mal einen Fonds gehabt, der erst 120 Millionen war. Und später, ihr könnt das in den Videos euch nochmal anschauen, war dann dieser Fonds wohl sogar $190 Millionen groß, inklusive 60 Millionen Gewinnen. Das war zumindest das, was so nach außen transportiert wurde, was nach außen angegeben wurde. So, und jetzt wissen wir natürlich schon mal eins, da brauchen wir noch gar nicht so sehr in die Details einzusteigen. Wenn jemand mit dem Verkauf von Optionen 300% im Jahr macht, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht unbedingt mit angezogener Handbremse erfolgen kann. Ne? Sondern hier muss schon jemand wirklich wahnsinnig Vollgas geben. Das heißt, das Konto wurde wahrscheinlich permanent unter Last gefahren, also wirklich Volllast gefahren. Und das wird dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt sein, nämlich das hat ihr dann am Ende wahrscheinlich auch das Genick gebrochen. So, im nächsten Video werde ich euch dann mal zeigen, was tatsächlich passiert ist, ob das überhaupt in Aktienmärkten funktionieren kann. Es gibt eine Untersuchung, oder es gab dann eine Untersuchung der SEC, also der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde, und da kam dann raus, dass ihr Fonds, sie hatte dann mittlerweile einen Fonds gegründet, dass der wohl die Anleger betrogen hat. Und jetzt kommt es darauf an, wie hat er sie betrogen? Und wieso, weshalb, warum, das alles machen wir im nächsten Teil. Super, super spannend. Und wie gesagt, mir geht es hier vor allen Dingen darum, dass wir was lernen und dass ihr euch selber ein Urteil bilden könnt, weil eben da so ganz, ganz viel hier auch im Internet steht. Vieles ist wahr, vieles ist aber auch nicht wahr. Und macht euch einfach selber euer eigenes Bild darüber. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, okay, ich habe da auch schon mal was gehört und so weiter und so fort, wenn ihr Links dazu habt, packt mir das alles hier unten in die Kommentare. Ich warte mal ein paar Tage ab, dann nehme ich für euch den zweiten Teil dieses Videos auf und kann da eventuell die Sachen, die euch interessieren, gleich noch mit reinnehmen.
Super, super spannende Sache. Und vielleicht nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, dann sage ich es nochmal, mir geht es überhaupt nicht darum, hier irgendjemand in die Pfanne zu hauen und sagen, oh, guck mal, was die gemacht haben, kann alles nicht funktionieren, sondern es geht einfach darum, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken, was eben auch so passiert und dass wir vor allen Dingen selber was lernen. Ne? Das ist das Entscheidende. Und ich kann euch versprechen, wir lernen definitiv hier was draus. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei eurem Handel an der Börse. Fahrt nicht ganz so mit Volllast. Ihr werdet sehen, das geht nicht gut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.